Das ist Unterhaltung, wie es sie im Fernsehen fast gar nicht mehr gibt, sagte sie dem Südkurier. Unterhaltung habe sich sehr verändert, finde mittlerweile auch in den sozialen Medien statt. Aber echte Unterhaltung ist für mich die, wo man rockt, wo man Leuten die Gelegenheit gibt, ihre Träume zu erfüllen, etwas vor Publikum zu leisten, sagte die schweizerisch-italienische Entertainerin. Ganz normale Leute mit großen Stars zu verbinden, das ist etwas, das man so nur noch bei Wetten, das sieht. Einmal im Jahr. Für jemanden, der wie sie seit mehr als 25 Jahren Unterhaltung mache, sei so eine Sendung das Schönste, das passieren kann. Nach dem großen ZDF-Publikumserfolg der Wetten, das Ausgabe 2021 hatte das ZDF noch zwei Shows für 2022 und 2023 angekündigt. Die erste von beiden sollte am 19. November in Friedrichshafen steigen. Sie freue sich am meisten auf Thomas Gottschalk, 72, sagte Hunziker im Vorfeld der Sendung in Friedrichshafen. Die Gäste von Wetten, das hält Hunziker zumindest ein Stück weit für unberechenbar. Thank you.